So, Holländerauge? Nein. Nein, Mist. Mann. Könnte ich sonst irgendwas? Ein Spinnenauge könnte ich hier nehmen als Speicherstein. Das wäre auch nicht schlecht. Wäre lustig. Oder ist sogar irgendwie lustig. Gut, Werfer. Ich habe natürlich keinen Bogen. Mehr Platz. Und das verrottete Fleisch zum Beispiel, das kann dann hier rein. Das kann sowieso da rein. Das da auch. Keine Ahnung, wieso ich das da reingehauen habe. Plötzlich ist wieder so viel Platz da. Nein, ich wollte mir ein Ding machen. Einen Werfer. Habe ich sonst noch was ablegen? Ah, den Eimer. Toll, ich hätte doch nicht nachrücken sollen. Den Eimer. Ich glaube, das war's. Spitzhacke kann ich mir ja keine neue machen, es sei denn, es würde ein Zombie kommen, der einen Eisenbarren droppt. Was übrigens sehr nett wäre. Also ich glaube, ich nehme jetzt schon seit 2 Stunden auf und ich habe nichts geschafft, außer diesen einen Raum. Plus Lavagrube. Aber ist er trotzdem in diesem einen Raum drin? Also, sehr effektiv war ich ja nicht. Heute. Was das Arbeiten angeht. Dafür habe ich sehr viel geredet wieder. So, dann setzen wir da jetzt ein Spinnenauge rein. Eins, zwei, drei, vier. Ziemlich egal. Aber hier müsste ich das Bild wegmachen. Ich gehe lieber dahin. So. Okay, dann haben wir hier jetzt Redstone. Und ich brauche 2 Fackeln. Da komme ich nicht hoch. So, hier müsste ich schon wieder zumachen können. Ja, das da schon mal wieder drauf machen. Da kommt die Redstone-Fackel hoch. Okay, und hier kommt der rein. Der hier muss weg. Oho. Verdammt, der kann nicht weg. Aber der hier kann auch... Der muss auch da... bleiben? Nein, muss er nicht.
ist ja hier. Oh, genial. Okay, ich glaube, hier war einfach nur ein Loch. Genial. So, dann mache ich das noch mit Bruchstein umrum. Und dann muss ich natürlich hier auch wieder runter. Okay, hat funktioniert. Perfekt. Falle fertig. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Mein Video nach. Jetzt sehe ich jetzt mal nach, wie viel Uhr es ist. Ja, ich nehme tatsächlich 2 Stunden auf. Also habe ich noch 1 Stunde übrig. Ja, da kommt gleich die nächste, aber Grube. Okay, wir haben das da und da haben wir dann noch einen runter. Und das war's. Dann... Wo haben wir hier Kohle? Da haben wir dann 2 runter. Und unbegrenzt nach oben bis zum Bildschirmrand. Mal sehen, vielleicht kann ich noch ein bisschen hoch. Ja, weiter nach oben geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5 frei. 1, 2, ist doch ein. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 frei. So, und ich baue das jetzt eben mal einfach nur so ab, aber da haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal frei. Was dann kommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie über Boden ist. So, dann weiß ich noch, dass hier ein Stein ist. Und dass hier, dass das da übrigens auch Wand ist. Und hier kommt ein Standlicht hin. So, holen wir uns mal die Kohle. Dabei geht vermutlich die Spitzhacke drauf. Vielleicht schaffe ich die nächste Linie noch, aber das war's dann. Mehr nicht. Vermutlich nicht mal das. Ja, okay, das habe ich jetzt noch geschafft. So, machen wir wieder dicht. Okay, dann haben wir 1 weiter runter. Und fertig. Gut, dann müssen wir jetzt definitiv nach oben. Hilft nichts. Wir sind auf... Ja, okay, wir sind fast Level 22, aber das reicht trotzdem nicht für Level 30. Ich hoffe, wir haben einen kompletten Eisenbahn, Stack Eisenbahnen im Ofen.
Ansonsten sind wir aufgeschmissen. Oder dass wir zumindest schon einen fertig gebrannt haben. Oh. Verdammt. Ich dachte, dass ich komme hier rein und stattdessen nein. Da rechts ist ein Bild abgegangen. Aber ich glaube auch, ich weiß, wie es war. Das war, glaube ich, auch so ein großes. Falls nicht, dann korrigiert mich bitte. So, weg. War's das? Ja. Passt nichts mehr rein. Ich muss auch wieder mehr Stein mitnehmen dann. So, das machen wir jetzt alles so. Oh. Ja, dann nehmen wir den Stein hier mit. Hilft dir nichts. Das möchte ich aber alles unten wissen. So, gehen wir nach oben. Wem von euch hat eigentlich... Also vor meinem Minecraft-Let's Play hatte ich ja zusammen mit Darky von Brain Radio. Damals waren wir auch noch Brain Gaming. Da hatten wir ja das Minecraft Let's Build. Wem von euch hat das denn gefallen? Denn, ja, einige von euch, nicht alle, aber einige von euch werden sich eventuell freuen, dass ich jetzt wieder ein ähnliches Projekt mache. Ich werde es zwar nicht selbst aufnehmen, aber ich werde da dabei sein. Im Prinzip, naja, es fängt als so eine Art Gemeinschaftsprojekt an und später, wenn die Community größer wird, soll es ein Community-Projekt werden. Das ist nämlich bei Esneza. Das wird auch bei Esneza auf den Kanal hochgeladen. Die Videos. Dann machen wir ein Minecraft Let's Play mit einem Bucket Server. Und naja, es ist halt ein Gemeinschaftsprojekt, weil wir das zusammen aufbauen im Adventure-Modus. Wir müssen uns also alles arbeiten und später. Also der Chef ist da natürlich der Muster, wobei ich der Minecraft-Gott bin, denn ich kümmere mich um den Server. Hehe. Der uns gnädigerweise zur Verfügung gestellt wird, kostenlos von Zap Hosting. Ja, und... ja, wir bauen da halt ein bisschen. Wir werden da auch offline bauen, also es wird nicht alles zu sehen sein. So haben wir uns gemeinschaftlich entschieden. Persönlich muss ich sagen, ich hätte es gerne alles so gehalten wie im Let's Build. Wir nehmen alles auf, auch das, was ich so mache und fertig. Und dass das halt auch von Anfang an im Creative-Modus gemacht wird, so hätte ich das gerne gemacht. Also ich glaube, mittlerweile sind wir tatsächlich wieder im normalen Schwierigkeitsgrad. Bei so vielen Monstern. Naja, auf jeden Fall, so hätte ich das halt gerne gemacht, aber Gemeinschaft hat entschieden, nee. Oh, ich bin tatsächlich in die Lava geschubst. Das wollte ich eigentlich mit dem ersten Mal machen, aber naja. Bei Level 30 reichen wir sowieso nicht.
Zumindest nicht bei diesem Mal hochgehen. Ja, wir haben uns da eine schöne Welt ausgesucht. Ich installiere auch die Plugins. Bisher ist nichts installiert außer Multiworld. Die Basis haben wir uns gedacht für später, wenn wir wirklich einen Community-Server machen. Den wir auch als eine Art Rollenspiel-Server dann halten würden. Auch mit Minigames und so, aber auch mit Rollenspiel-Inhalten. So hatten wir uns das gedacht. Zumindest von Esnesa, der Julian und ich. Weil die Idee hat ihm auch einigermaßen gefallen, aber Chef ist der Mustafa von Esnesa und der hat gesagt, nö, will er nicht. Leider. Er will, dass wir das im Adventure-Modus machen, zumindest zu Beginn. Und später sollte die Community größer werden und der Wunsch werden, dass die auch auf den Server kann, und dann, dass wir dann einen Community-Server daraus machen und notfalls auch im Creative-Modus bauen, damit das schneller vorangeht. Ganz ehrlich, ich werde das auch im Adventure-Modus schon mit dem Ziel bauen. Ich werde mir also alle Sachen, die ich brauche, werde ich mir zusammenhorten und dann werde ich anfangen, so mega geile Sachen zu bauen. Das werde ich tun. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwie sowas. Oh, ein Zombie. Oh, oh. Hier auf der Treppe geht es, dass sie nicht zurückgestoßen werden. Das ist gut. Wie werden sie zurückgestoßen? Da ist noch einer. Okay, ich glaube, das war's. Spinne, wo bist du? Nicht hier. Oh. Okay. Das war richtig knapp. Wir sind definitiv wieder im normalen Modus. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Dann können wir jetzt auch endlich wieder mehr Erfahrungspunkte sammeln. Dann wird Level 30 jetzt wieder kein Problem mehr sein. Oder ein kleineres zumindest. Ihr könnt ja mal bei Esnesa, also nicht nur bei Esnesa auf dem Kanal, sondern auch bei, es gibt auch den Redakteur Sven bei Esnesa, der hat auch einen YouTube-Kanal, das ist genau wie ich ein YouTuber, der angeheuert wurde. Und auch der nimmt das auf, also ich jetzt nicht, weil ich einfach die Zeit nicht dafür habe. So, ich möchte nicht kämpfen, ich möchte einfach... Ich muss sowieso das Schwert auch mal reparieren. Wieder. Und der nimmt es allerdings schon auf. Könnt ihr mal bei ihm oder bei auf dem Esnesa-Kanal vorbeisehen. Haben wir jetzt auf dem Hochgehen keine die Truhe übersehen oder haben wir tatsächlich keine mehr? Ich glaube, wir haben tatsächlich keine mehr. Hier sind so viele Sachen weg. Haben wir noch irgendwelche vollen Stacks? Nein! Drei Sachen möchte ich hier wieder freilassen. Finde ich cool.